Message vom Chef Commander Jansen. Ich grüße Sie, Neues Deutschland. Diese Nachricht ist für unsere Polizei in Deutschland bestimmt. Ich habe mich jetzt lange mit den Problematiken innerhalb dieses Systems auseinandersetzen müssen. Ich sage Ihnen gleich dazu, ich bin auch ein Mensch. Ja? Mit Stärken und mit Schwächen, wie wir alle. Jetzt ist es so, dass die Polizei über einen sehr langen Zeitraum, über eine sogenannte Regierung, Diktatur, gegen die Bevölkerung aufgehetzt wurde. Wir strukturieren hier gerade um. Bundeswehr, Polizei, Armeen, Sicherheitsdienste, selbst unsere Geheimdienste weltweit. Ja. Das ist ein Prozess, den wir nicht mal eben von Montag auf Dienstag umsetzen können. Der dauert seine Zeit. Es muss ja auch bei jedem Einzelnen ankommen. Ich versuche das jetzt mal bildlich darzustellen. Es gibt eine Regierungsinstitution Deutschland und dann gibt es einmal die Merkel-Diktatur mit allen Parteien, die dort anhängig sind. Auch die Opposition. Die beziehen alle Geld von diesem Staat. Alle von diesem Scheinstaat. Es ist ein Firmenkonstrukt. Selbst Sie als Polizeibedienstete beziehen Gelder dieses Firmenkonstruktes. Jetzt könnte man hier natürlich ein bisschen in die Tiefe gehen, mal im Handelsregister schauen, dann wird man erkennen, dass die sogenannte Bundesrepublik in Deutschland, BRID, pleite ist. Insolvent. Jetzt fragen Sie sich mal, wo das Geld herkommt. Ja? So, ein wichtiger Aspekt. Unsere Aufgabe besteht darin, unsere Polizei, unsere Bundeswehr, unser Militär, unsere Sicherheitskräfte und Verbündete wieder näher an die Bevölkerung heranzutragen. Es ist so gedacht gewesen, dass ein sogenannter Staat oder auch die Institution, Polizei, Bundeswehr etc., der Bevölkerung dienlich sind. Das heißt, zum Wohle der Bevölkerung handeln. Da wollen wir wieder hin, alle. Die Institution Polizei wurde missbraucht, wie auch die Bundeswehr, wenn wir hier in Deutschland bleiben. Viele private Sicherheitsdienste, die nicht immer klein sind, die haben auch schon durchaus die Größe der Polizei erreicht. Ja? Also wir haben uns hier mit vielen Gegnern auseinanderzusetzen. Jetzt appelliere ich an jeden Polizisten, an jeden Soldaten hier in Deutschland, nicht Dienst nach Vorschrift umzusetzen, falls die Vorschrift etwas, sagen wir mal, Negatives in sich trägt. Jetzt befinden wir uns natürlich in einem Krieg. Das ist negativ. Wir müssen diesen gewinnen, wir müssen diesen beenden und wir müssen in den Frieden finden. Da wollen wir nämlich alle hin. Wir sind Herzmenschen. Wir müssen alle diesen Weg finden. Das heißt, wenn Sie das nächste Mal von Ihrem Dienststellenleiter eine Anweisung bekommen, sagen wir mal, ein Kind abzuholen, diese Anweisung kommt von einem Jugendamt. Sie fahren dann dahin. Die Mutter oder der Vater sind bitterlich am Weinen. Das Kind ist bitterlich am Weinen.
weil es nicht weg will. Es will nicht abgeholt werden. Sie haben aber den Auftrag, es umzusetzen. Dann erwarte ich von Ihnen allen, Soldaten, Polizisten und Sicherheitskräften, dass Sie mit Ihrem Herzen reinfühlen und dann entscheiden, was Sie tun. Weint dieses Kind, weil es gegebenenfalls über einen langen Zeitraum gezüchtigt wurde und nichts anderes kennt? Oder weint es aus vollem Herzen? Ich denke, das kann ein loyaler und mit Ethik behafteter Polizeibeamter erfüllen. Ich rede hier nicht von den Polizeibediensteten, die, sagen wir mal, auch ab 2015 hier über die sogenannte Flüchtlingskrise eingeschleust wurden, über eine politische Entscheidung, diese durch jeden Lehrgang zu drücken, koste es, was es wolle, Hauptsache sie bestehen. Da waren viele dabei, die waren noch nicht mal der deutschen Sprache mächtig, von Ethik ganz zu schweigen. Es gibt durchaus welche, die es ernst meinen und mit Blut und Tränen durch diese Ausbildung gehen. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Die haben es verdient, wenn sie ethische Grundsätze in sich tragen und vor allem Herz haben. Alle anderen werden von uns aussortiert. Alle, überall. Wie gesagt, dieser Prozess dauert. Wir sind dabei. Und wir sind ein gutes Stück vorangekommen. Und der Feind wird es uns auch nicht mehr aus der Hand nehmen können. Aber der Feind ist noch da. Das heißt, Sie analysieren Ihre Dienststellenleiter, schauen sich das an. Fühlen rein und wenn Sie merken, dass dieses vom Bösen getragen ist, haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie kündigen oder Sie tun sich alle zusammen und gehen gegen diesen vor. Und zwar aufgrund seiner nicht ethischen Handlungsweisen. Gilt auch für Soldaten und Sicherheitskräfte. Diesen Weg müssen wir gehen. Diesen Weg gehen wir weiter. Das ist wichtig, um unser Ziel zu erreichen. Eine Erde, auf der wir leben, von der Schöpfung getragen. Wir sind Herzmenschen und Herzlebewesen. Ich habe mich mit den Problematiken jetzt lange auseinandersetzen müssen. Ich bin auch nicht ganz, ja, wie soll ich sagen, weltfremd in dem Bereich. Ich habe das schon Ende der 80er erlebt. Ich hatte einen guten Freund zu dem Zeitraum. Wir waren noch alle jung. Stefan Nesserath, Polizist. Jürgen Menke. Wir haben viele schöne Stunden miteinander verbracht. Natürlich waren wir jung, haben auch Blödsinn gemacht. Ich erinnere mich noch, gegenüber vom Bahnhof in Oldenburg war eine Disco, die hieß Valentino. Wenn Stefan Dienst hatte, hat er mich dann nachts abgeholt und nach Hause gefahren. Ein Polizeiauto, das war schön. Das war schön, das hat mir gefallen. Wie gesagt, wir waren jung. Ich habe damals aber schon rausgehört, dass einiges nicht stimmt. Und wir reden hier von den 80ern bzw. von den 90er Jahren. Viele haben damals die Reps gewählt. Für Außenstehende unverständlich. Wie kann man die wählen? Ja.
Wenn Sie nicht in der Thematik stecken als Zivilist, können Sie immer schlau schnacken. Das wissen wir hier alle. Ich verstehe Sie. Mein Vater war schon Soldat. Geradlinig. Geradeaus. Mit Herz. Aber die nötige Härte, wenn sie nötig war. Und dafür bin ich dankbar. Ich bin einer von Ihnen. Glauben Sie mir. Das ist keine hohle Phrase. Ich weiß, was Sie alle gerade durchmachen. Halten Sie durch. Und in erster Linie denken Sie immer daran, Sie dienen der Bevölkerung, nicht dem Feind, nicht der Antifa, die alles versucht, um uns schlecht dastehen zu lassen. Dann gibt es auch noch die Internetblogger hier. Viele haben keine Ahnung, reden dummes Zeug. Ist allerdings geballt immer ein bisschen schwierig und ist dann immer mehr Glauben. Ich sage Ihnen das nochmal. Wir brauchen die Polizei. Wir strukturieren die Polizei um. Die Bundeswehr und auch unsere Sicherheitskräfte. Weiterhin werden Sie keine Bediensteten mehr sein, sondern echte Beamte, die mit Stolz ihre Uniform tragen. Mit Stolz. Es ist eine Ehre, ein Polizist zu sein. Ich verlasse mich auf Sie. Mein Name ist Thorsten Gerhard Jansen, Soldat, Befehlshaber, Chef, United States Space Force.